Guten Morgen, liebe Kolleginnen und Kollegen, bitte nehmen Sie Platz. Die Sitzung ist eröffnet. Für die ausgeschiedene Kollegin Dr. Eva Högel ist die Kollegin Mechthild Rabert und für die ausgeschiedene Kollegin Dr. Astrid Freudenstein ist der Kollege Tobias Zech als Mitglied des Deutschen Bundestags nachgerückt. Frau Kollegin Rabert, Herr Kollege Zech, ich begrüße Sie im Namen des ganzen Hauses. Haus hat Ihnen gerade schon Begrüßung ausgedrückt durch den Beifall. Ich wünsche gute Zusammenarbeit. Dem Kollegen Michael Gerdes gratuliere ich nachträglich zu seinem 60. Geburtstag. Alle guten Wünsche im Namen des ganzen Hauses. Wir müssen jetzt zwei Wahlen durchführen. Auf Vorschlag der SPD-Fraktion soll der Kollege Dirk Wiese als Nachfolgerin für Eva Högel zum ordentlichen Mitglied des gemeinsamen Ausschusses gemäß Artikel 53a Grundgesetz gewählt werden. Stimmen Sie dem zu? Das ist offensichtlich der Fall. Herr Kollege Wiese ist damit zum ordentlichen Mitglied des gemeinsamen Ausschusses gewählt. Die Fraktion der CDU-CSU schlägt vor, den Kollegen Rüdiger Kruse zum Mitglied des Beirats zum deutsch-französischen Zukunftswerk zu wählen. Auf Vorschlag der SPD-Fraktion soll die Kollegin Angelika Glöckner zum Mitglied des dieses Gremiums gewählt werden. Sind Sie damit einverstanden? Das ist der Fall. Dann sind die Kollegen Kruse und Glöckner zum Mitglied des Beirats zum deutsch-französischen Zukunftswerk gewählt. Interfraktionell sind folgende Änderungen der Tagesordnung vereinbart worden. Ohne Debatte in verbundener Beratung mit Tagesordnungspunkt 33 soll der Antrag Änderung der Geschäftsordnung des Deutschen Bundestags, hier besondere Lage beenden, § 126a Geschäftsordnung Bundestag aufheben, aufgerufen werden. Im Anschluss an die ohne Debattepunkte soll auf Verlangen der Fraktion der FDP eine Aktuelle Stunde zum Thema Haltung der Bundesregierung zu den verschiedenen Finanzierungsalternativen für einen europäischen Wiederaufbaufonds stattfinden. Die Zusatzpunkte 6c, d und e sollen abgesetzt werden. Sind Sie mit all dem einverstanden? Dann höre keinen Widerspruch, ist es so beschlossen. Und dann rufe ich auf den Tagesordnungspunkt 9, Eidesleistung der Wehrbeauftragten. Der Bundestag hat in seiner 158. Sitzung am 7. Mai dieses Jahres Frau Dr. Eva Högel zur Wehrbeauftragten gewählt. Gemäß § 14 Absatz 4 des Gesetzes über den Wehrbeauftragten des Deutschen Bundestages leistet die Wehrbeauftragte vor dem Bundestag den in Artikel 56 des Grundgesetzes vorgesehenen Eid. Frau Wehrbeauftragte, ich bitte Sie, zur Eidesleistung zu kommen. Ich bitte Sie, den Eid zu sprechen. Ich schwöre, dass ich meine Kraft dem Wohle des deutschen Volkes widmen, seinen Nutzen mehren, Schaden von ihm wenden, das Grundgesetz und die Gesetze des Bundes wahren und verteidigen, meine Pflichten gewissenhaft erfüllen und Gerechtigkeit gegen jedermann üben werde. So wahr mir Gott helfe. Frau Wehrbeauftragte, Sie haben den im Gesetz vorgesehenen Eid geleistet. Ich danke Ihnen, ich gratuliere Ihnen, ich wünsche Ihnen im Namen des ganzen Bundestages für Ihr Amt, für die Soldatinnen und Soldaten der Bundeswehr und für den Deutschen Bundestag. Alles Gute, viel Erfolg, Gottes Segen. Herzlichen Dank. Es gibt keinen Herzschlag in Corona-Zeiten. Das dürfen Sie. Aber unter Wahrung des Abstandsgebots. Damit rufe ich auf die Tagesordnungspunkte 10a bis 10c.